Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen wieder hier zu einem neuen Film in der Aquarellwerkstatt. Nun steht der Frühling vor der Tür. Nach den vielen, vielen Schneefällen in den letzten Wochen ist es nun wärmer und die Schneeglöckchen kommen langsam aus dem Boden. Und das ist für mich immer die Zeit, diese Blumen auch zu malen. Deshalb heute ein zartes, filigranes Motiv für euch, dieses Schneeglöckchenbild. Ich werde eine reduzierte Farbpalette benutzen, mit viel Grün, mit viel Blau, ein wenig Neutraltinte, etwas Salz wird im Spiel sein und natürlich viel Wasser, so wie immer. Eine weitere Möglichkeit für dieses Motiv ist das Erstellen von solchen kleinen Aquarellkarten. Ostern steht vor der Tür und vielleicht habt ihr Lust, auch die Schneeglöckchen einmal in dieser Art umzusetzen. Das Set Büttenkarten, ihr kennt das schon von dem Weihnachtsfilm oder von dem Osterfilm letztes Jahr, gibt es immer noch zu kaufen bei mir und ich verlinke es euch einmal unter dem Film. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Motiv, wie auch immer ihr es malen wollt, und viel Freude beim Zuschauen. Hier kommt mein Referenzfoto. Ich möchte die zarten Blumen ganz nah heranholen. In der Schwarz-Weiß-Version sehen wir die Tonwerte noch ein wenig besser. Den etwas dunkleren Hintergrund gegen die weißen Blütenblätter und die dunklen Formen der Verbindungsstelle zwischen Stiel und Blüte. Dass die Formen im Hintergrund so weich sind, gefällt mir gut. Ich möchte das auf alle Fälle übernehmen. Ich werde mich bei diesem Motiv im kühlen Farbraum hier auf dem Farbkreis bewegen, so zwischen Grün und Blau, mit einigen gelb-orangenen Akzenten darin. Zunächst feuchte ich den Hintergrund an und lasse dabei die Blütenblätter trocken stehen. Hier benutze ich den Kalligraphiepinsel aus Ziegenhaar, damit das Wasser schon mal sehr ungleichmäßig auf dem Papier verteilt wird. Nun setze ich eine Mischung aus Cylinblau und ein wenig Sienna gebrannt, ganz locker in den Hintergrund. Vorsicht, die Blütenblätter bleiben immer stehen. Diese Farbmischung wird nun nach und nach variiert, zum Beispiel mit Alizarin-Karmesin und ganz zart, das heißt mit viel Wasser aufgebracht. Hier nehme ich in die Mischung Perilane Green dazu und setze es relativ trocken in die noch nasse Farbfläche hinein. Im unteren Bereich kommt Sienna gebrannt dazu. Wichtig sind ganz lockere und spielerische Strukturen im ersten Farbauftrag hier. Deshalb spritze ich immer mal wieder mit dem Pinsel und benutze auch den Hakepinsel, der ja, wie ihr wisst, gar nicht ganz genau und korrekt malen kann. Die überschüssigen Wassertropfen nehme ich mit dem trockenen Pinsel wieder auf. Nun mische ich mir eine viel cremigere Farbe aus Perilane Green und Ultramarin Blau. Damit kann ich nun um die Blüten herum die Farbe intensivieren und somit das Weiß noch mehr zum Leuchten bringen. Da das Papier noch nass ist, verläuft alles schön weich.
Aus der nassen Fläche hebe ich nun mit trockenem Pinsel andeutungsweise Stängel heraus. Und in die entstandenen Zwischenräume kommt wieder kräftige Farbe. Wichtig sind mir jetzt immer die weichen und unkonkreten Ränder, um den Hintergrund nach wie vor diffus zu halten. Nun streue ich ein wenig Salz in die Fläche. Die Salzkristalle drängen das Pigment in der Trocknungsphase zur Seite und es entstehen ganz schöne Strukturen, die ein wenig an Eiskristalle erinnern. Ein bisschen Wasser noch aufspritzen, dann kann das Salz seinen Job gut machen. Jetzt muss das Bild einmal trocknen. Danach male ich mit einem etwas gelblicheren Grün die kleinen Häubchen auf den Blüten. Die Blütenstängel und einige Blätter, nicht zu viel, setze ich noch in das Motiv hinein. Mit Ultramarin und Alizarin mische ich mir ein schönes Violett und male nun die schattigen Stellen auf den Blütenblättern. Ein wenig lichter Ocker kommt an manchen Stellen dazu. Wichtig ist, die Farbe immer wieder zu variieren und ganz hell im Tonwert zu bleiben. Schön zu sehen, wie das kleine bisschen Rot auf dem Blütenblatt trotzdem eine gute Wirkung hat, allein aufgrund des komplementären Farbkontrasts zum Grün im Hintergrund. Hier habe ich eine Ecke des weißen Blütenblatts der rechten Blüte vergessen. Mal sehen, ob ich sie aus der grünen Farbe wieder auswaschen kann. Ja, hat geklappt. Nun wird noch einmal geföhnt und danach werden die Bleistiftlinien ausradiert. Einige Stellen in den Blüten möchte ich noch ein wenig intensivieren und einige zeichnerische Details einfügen. Mit dem Flachpinsel kann ich ein paar Formen noch korrigieren und Helligkeiten wieder herausholen. Hier noch ein kleiner Schatten, damit die Blüte noch plastischer wirkt. Auch mit dem dunklen Aquarellstift
und mit Titanweiß setze ich zum Schluss noch einige Akzente. So, dieses kleine Motiv ist jetzt fertig und ich habe direkt Lust bekommen, noch eins zu malen. So, das war's für heute. Ich hoffe, mein Motiv hat euch gefallen und ihr habt nun viel Spaß beim Ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal auf meiner Website vorbeizuschauen, www.dieaquarellwerkstatt.de. Dort könnt ihr mal durchstöbern. Es gibt viele Bilder anzuschauen, unter anderem auch diese Motive, andere Blumenmotive, Maritimes. Und alle Bilder sind auch natürlich verkäuflich. Ich habe auch alle meine Kurse, die hoffentlich in nächster Zeit wieder im Präsenzmodus stattfinden können, dort aufgelistet und freue mich natürlich, wenn wir uns einmal persönlich bei einem Kurs kennenlernen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Malen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.